Ich bin immer noch in Braville. Es gibt hier noch ein einziges Kapitel abzuschließen in der Nebenquest. Das Level heißt nämlich jetzt Jagdbeute. Gil Gondorin, im Silberheim am Meer gibt es Betten und Essen. Was braucht ihr? Die Ufer bei Braville werden nicht mehr von Geistern heimgesucht. Der Geist ist hier anscheinend nicht mehr aufgetaucht. Ja, Ursannes Mann, Alaron, ist verschollen. Die Ärmste. Ich sah, wie sie an der Kapelle weinte. Ich hoffe, jemand kann ihr helfen. Seht euch vor. Dann geht's erstmal zu Ursan Loch. Na, da komme ich so nicht rein. Wie spät ist denn? Warte ich einfach mal 5 Stunden. Vielleicht ist dann das Haus offen. Dann brauche ich nämlich nicht einbrechen und bekomme keine Probleme mit den Wachen. Ja, ist auf. Verzeiht, dass ich mich euch so aufdränge, aber ich brauche eure Hilfe. Ich weiß nicht weiter. Mein Mann Alaron ist verschwunden. Es begann damit, dass Alaron, dieser Tor, dem Glücksspiel verfiel. Jede Woche ging er zur Arena, um unser sauer verdientes Geld zu verwetten. Ich stellte ihn zur Rede, doch es half nichts. Er war sich sicher, dass wir bald viel Geld hätten, um zum Beispiel in die Kaiserstadt zu ziehen. Es dauerte nicht lange, bis Alaron anfing zu verlieren. Er borgte sich Geld bei einem Halsabschneider, um seine Schulden zu zahlen und weiterspielen zu können. Natürlich ging seine Rechnung nicht auf. Am Schluss stand er mit 500 Goldstücken in der Kreide. Nie im Leben hätten wir so viel Geld zurückzahlen können. Gestern bestellte der Halsabschneider Kurdan Grodragol meinen Mann zur einsame Freierunterkunft. Doch er ist nie zurückgekehrt. Ich fürchte um sein Leben. Kurdan ist nicht bekannt für seine Geduld. Bitte, ich bin nicht reich, doch ich gebe euch alles, um Alaron wiederzusehen. Ihr wollt es tun? Ach, danke sehr. Bitte seid vorsichtig. Ich möchte nicht, dass auch euch etwas passiert. Er fehlt mir so. Doch wenn er zurückkehrt, bringe ich ihn um, weil er mich so in Sorge ließ. Lebt wohl und seid auf der Hut. Kurdan ist nicht zu trauen. Dann wollen wir mal zu dem, ich glaube, das ist ein Ork, gehen. Wie der sich das erklären kann, warum Alaron noch fehlt. Wie ist das Wertebefinden? Ach ja? Was wünscht ihr? Na toll, auch noch unsichtbar. Das war irgendwie, seitdem ich das Spiel spiele, noch nie. Das geht euch gar nichts an. Ich würd's euch sagen, wenn ihr nicht so erbärmlich wärt. Das geht euch gar nichts an. Ich würd's euch sagen, wenn ihr nicht so erbärmlich wärt. Ich hoffe, es lohnt sich. Sehr schön. Vielen Dank für die... Wie nett. Dafür bekommt ihr etwas. Vielleicht kenne ich ihn, vielleicht auch nicht. Aber ich wüsste was, was meinem Gedächtnis auf die Sprünge hilft. Ich habe erfahren, dass die Axt von Dragol, die ein dummer Vetter von mir verloren hatte, sich auf der Insel von Fort Grief in der Bucht von Nieben befindet. Mein Informant meinte, sie sei in der Mitte des Hauptburgfrieds versteckt. Weiß nicht, was sie bewacht, aber ihr werdet sicher damit umgehen können. Wenn ihr sie mir zurückbringt, will ich euch sagen, wo Alaron ist. Dann wird Alaron von seiner Reise wohl lange nicht zurückkehren. Sozusagen nie.
Wenn ihr bereit seid, und das ist hoffentlich bald, wird ein Boot euch zur Insel von Fort Grief bringen. Die Zeit drängt, er ist sicher, im Moment. Seid ihr bereit, zum Boot zu gehen? Schön, er soll auf euch warten, am Hafen, neben dem Zauberladen. Und nun verschwindet. Ja, es ist eine Streitaxt, in deren Stiel das Wort Dragol eingraviert ist. Riesig, ihr könnt es nicht verfehlen. Ich werde euch kein Bild malen. Seid froh, dass ihr nicht schwimmen müsst. Jetzt müssen wir nur ins Boot. Es reicht, wenn wir gleich das Boot aktivieren. Dann reisen wir automatisch zu der Insel, auf der Fort Grief steht. Hallo? Nein. Da haben wir ihn auch schon. Anscheinend hat Kurdan noch einen armen Tölpel mit seiner Axtgeschichte geködert. Könnt ihr es euch nicht denken? Es gab nie eine Axt von Dragol. Das war nur ein Trick, um euch herzulocken. Ich fiel auch darauf herein. Mir erzählte er, er würde mir meine Schulden erlassen, wenn ich die Axt fände. Und ich, Idiot, hab ihm geglaubt. Jetzt seid ihr genau wie ich, freiwillig in Kurdans teuflischer Hatz. Und hier werden wir sterben. Ein schlauer Trick, wie viele wohl dafür schon umgekommen sind. Könnt ihr es euch nicht denken? Es gab nie eine Axt von Dragol. Kurdan macht sein Geld nicht als einfacher Halsabschneider. Er hat auch etwas, das er des Jägers Jagdrevier nennt. So mancher zahlt ihm viel Geld, um dort menschliches Wild zur Strecke zu bringen. Es gibt keine Fragen. Und Kurdan kümmert sich um die Leichen. Als Jagdgebiet dienen ihm die Verliese unter Fort Grief. Ich wurde hergebracht, weil er wusste, dass jemand nach mir suchen würde. Es tut mir leid, dass ich euch da hineingezogen habe. Ich hoffe, ihr könnt kämpfen. Nur so kommen wir hier lebend raus. Das bringt nichts. Die Eingangstür ist nun verschlossen. Jetzt hilft nur eins. Man muss des Jägers Jagdrevier durchqueren und die Jäger töten. Einer von ihnen hat den Schlüssel bei sich. Das sind Kurdans Regeln. Nur so können wir gewinnen. Ich wünschte, ich könnte kämpfen. Aber ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand. Bitte, bringt uns hier raus. Ich bin kein reicher Mann. Doch wenn wir hier lebend rauskommen, will ich's euch lohnen. Kurdan ist ein Betrüger. Seht euch vor. Jetzt können wir auch einmal hier oben den Turm absuchen, ob da irgendwo etwas ist. Da hinten ist noch ein Tor. Nee. Dann gehen wir nochmal in Höhe, um einmal zu schauen. Schwierig. Na, das macht aber nichts. Man kann quasi hinterher nochmal zu jedem Ort gehen. Ihr müsst uns hier herausbringen. An dem man möchte. Und dann nochmal alles knacken, was geht. Und auch hier auf Fort Grief. So. Natürlich auch
einfach nur ein schönes Säbel, aber Eisenpfeil, habe ich überhaupt einen Bogen? Ich habe gar keinen Bogen. Der nützt mir dann auch nicht viel. Hallo? Wer ist da? So. Ein Jäger ist schon mal weg durch den Blitzzauber. Schleichen ist natürlich hier sehr gut, da könnte nämlich tatsächlich alle im Verborgenen töten. Oh. Langsam die Fallen deaktivieren. Ansonsten sieht es vielleicht bald nicht mehr so gut aus mit uns. Und wir selbst sehen dann auch ziemlich ungut aus. Was ich natürlich jetzt machen kann, was auch sehr viel Sinn macht, natürlich, die graue Kutte anziehen. Da hinten sehe ich nämlich jemanden. Bei Ismi. Das war der Jäger Nummer 2. Es gibt hier aber insgesamt 2 Bereiche, die ich durchqueren muss, um hier rauszukommen. Thank you.
Ich kann jetzt auch mal wirklich hier ausprobieren, dass ich einige meiner Zauber loswerde. Weil ich davon ziemlich viele angehäuft habe. Jetzt ist gut. Das war jetzt alle Jäger auf Fort Grief. Mit dem letzten Schlüssel kann ich also diese Insel verlassen. Mal gucken, ob hier noch was ist. Nichts mehr drin. Nicht schlecht, wie ihr meine Klienten getötet habt. Aber es ist egal. Andere werden kommen mit prallen Geldbeuteln und Mordlust im Herzen. Zu schade um Aleron. Hab ihn nicht mehr gebraucht, jetzt wo ihr hier seid. Zumindest ist seine Schuld jetzt getilgt. Glaubt ihr wirklich, ich könnte mir erlauben, euch gehen zu lassen? Der Schlüssel ist nicht echt. Kein Opfer hat die Insel je lebend verlassen. Und so soll es auch bleiben. Bei einer Sache hattet ihr jedoch recht. Das ist mein Spiel. Und ich ändere die Regeln. Allerdings ist da oben noch jemand. Okay.
gleich mal eben gucken, was ich davon benutzen kann. Aber als erstes, ich habe ja noch einiges an Zutaten, die ich wieder aufbrauchen kann. Bisschen müsste noch weg. Na, hier der kann weg. So. Weil ich muss natürlich auch die graue Kutte leider wieder ablegen. Ansonsten werde ich in der nächsten Stadt vermutlich direkt wieder verhaftet. Das muss ich halt gucken, wo das Tor aufgeht. Ja, die Frage ist, wo ist der Griff? Den hatte ich vorher übersehen. Das ist der Griff. Das Tor ist auf. Und wir machen uns wieder auf den Weg mit dem Boot nach Braviel. Jetzt müssen wir der Ursan Loch leider die traurige Nachricht überbringen, dass man hier gestorben ist. Aber was ich jetzt natürlich auch machen kann, das habe ich noch gar nicht gemacht jetzt. In diesem Part gehen mal kurz zur Magiergilde rein. Und mal mit jemandem sprechen, der mir was beibringen kann.
Delphine Yent, Erfinderin des gefeierten Zaubers Feinde explodiert, Ausbilderin in der fortgeschrittenen Zerstörung und Magierin mit hochgesteckten Zielen. Okay, Zerstörung, das kann ich mir leicht vorstellen. Über den Mord am Kaiser. Ich wir haben keinen Kaiser und auch keinen Karandial, von Magiern ausgebildet. Gelehrte aus Hingabe, Student unserer Altmeri-Vorfahren der Eileiden. Einen wunderschönen guten Tag. Gut, dass ihr euch verbessern wollt. Ah, Kreaturen beschwören. Das ist natürlich gut. Ihr müsst noch viel Wissen ist Macht. Ich bin bereit zum Lehren. Mal sehen, ob wir euch nicht ein paar... Mal sehen, ob... Gut. Schönen Tag. Und jetzt halt der Abschluss dieser Quest. Da gehen wir zu Ursanloch. Die ist jetzt merkwürdigerweise in der Kirche, aber... Oder auch nicht. Also Ironie ist halt auch hier in dem Spiel wichtig. Wie schön, euch zu sehen. Da sitzt sie. Und wahrscheinlich hat sie schon gebetet für ihren Mann, den sie leider nicht mehr sehen wird. Irgendetwas stimmt nicht, das weiß ich. Was ist mit Aleron geschehen? Als ich euren düsteren Blick sah, wusste ich, dass ihm etwas zugestoßen war. Und was ist mit Kurdan, diesem Schurken? Dann wurde Alerons Tod gerecht. Wie oft habe ich diesen Einfallspinsel vor dem Glücksspiel gewarnt. Aber er wollte nie hören. Bevor ihr geht, will ich euch dies geben. Aleron sagte mir, falls er jemals in Schwierigkeiten geraten sollte, könnte ihn das vor dem Gefängnis bewahren. Er wird es nicht mehr brauchen, also sollt ihr es haben. Bitte, ich bestehe darauf. Ich weiß, ihr habt getan, was ihr konntet, und dafür danke ich euch. Und nun, geht in Frieden. Ich möchte allein sein. Also das Buch ist nochmal ein Lehrbuch. Für Wortgewandtheit. Natürlich auch sehr hilfreich. Aber jetzt kann ich mich nicht mehr fortbewegen. Ja, was schmeiß ich weg? So. Zwei Tränke. Bevor ich jetzt hier alles komplett abschließe. Was kann ich für euch tun, Erzmagier? Also ich werde jetzt tatsächlich erstmal wieder eine Palette verkaufen, damit ich auch wieder ordentlich Platz in meinem Inventar habe. Hier könnt ihr immer ein gutes Geschäft machen. Ich bin Nilaven. Was kann ich euch bringen? Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Es gibt noch einige. Also davon, von den Waffen kann ich nichts verkaufen. Das ist... Helm von Akkadosh, da kann ich glaube ich eher den Helm von Arkai verkaufen hier, ja, mache ich auf. Das Herz der Grausamkeit, ja doch, die kann ich mir jetzt auch umlegen wieder, alle, aber hier kann ich auf jeden Fall auch wieder was Neues verkaufen. Das klingt nach einem angemessenen Preis.
Davon behalte ich noch mal etwas. Aber hier kann ich auch einiges noch loswerden. Jetzt habe ich da nur noch die Urkunde drin. Ansonsten auch nichts mehr. Das... Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Auf Wiedersehen. Gut, jetzt kann ich nochmal gucken, wie viel Platz ich wieder habe. Ah, es geht. Na, der Kriegshammer nimmt halt sehr viel Platz auch weg. Aber natürlich auch eine magische Waffe, die natürlich oftmals sehr hilfreich ist. Hier steht Schattenstute und ich schließe jetzt hiermit auch diesen Part ab. Das waren alle Nebenquests in Braville. Genau, in Braville war ich jetzt die ganze Zeit. Und die nächsten Quests, Nebenquests, sind in Bruma.